Hallo, da sind wir wieder. Und mein Gedächtnis, keine Ahnung. Was ist mit unserem Mülleimer los? Okay, ich dachte jetzt schon, der wäre besessen oder sowas. Ist das Spiel nur so laut oder kommt mir das nur so vor? Ich glaube, ich habe meine Kopfhörer extrem laut gemacht. Ich bin tatsächlich schon richtig hyped, mit unserem Kleinen hier zu spielen. Also, das klingt jetzt falsch. Wenn er erwachsen ist oder älter ist und wir mit ihm spielen halt. Zuhören? Nee, hör auf deinen Vater. Geh ins Bett. Geh doch ins Bett jetzt. Danke. Und du lässt dein Kind jetzt in Ruhe schlafen, bitte. Du hast ja Hunger, du musst duschen. Kümmer dich mal um deine eigenen Bedürfnisse. Dein Kind muss jetzt schlafen. Duschen. Reste nehmen. Was bei dir? Du hast auch Hunger. Ja, dann nimm doch was zu essen. Reste nehmen. Sehr gut. Stimmt. Aden ist ja kein Student mehr. Computerchip herstellen, ja, gerade nicht. Jetzt kannst du schlafen gehen. Das müssen wir noch machen. Aber auf welcher Stufe sind wir im Moment? Stufe 8, krass. Was hier? Wahrscheinlich schon wieder peinlich berührt, weil irgendein Haustier reingekommen ist. Ich bin auch immer noch absolut begeistert von diesem Garten. Er ist wunderschön geworden. Wuff, wuff. Ja. Musst du irgendwelche Uni-Sachen zufällig machen? Uni-Stuff? Ah, es liegt ja hier. Welche kommt als nächstes? In 11 Stunden. Algorithmen. Okay. Mach doch einfach die. Wenn du die als nächstes brauchst. Top. Stört das Kind zum Glück nicht. Geil. Kann er bitte gehen? Warum geh? Geh nach Hause. Warum zockst du da jetzt? Verrückt. Die Tiere wollen Aufmerksamkeit. Und das Kind stinkt. Komm, werd mal wach. Du kannst das Kind dann einmal baden. Apollo baden, ja, passt. Ich habe überhaupt noch keine Ahnung. Gut, es wäre auch noch ein bisschen zu früh zu sagen, jo, was soll Apollo werden? Aber manchmal hat man ja schon irgendwie, wenn man Sims mehrere Generationen spielt, so einen Plan. Ja, die ersten sollen das werden, die nächsten das. Ich habe also gar keine Ahnung. Ob wir da auch irgendwie Studium machen sollen oder einfach direkt Job. Warum bist du immer noch schmutzig, Kind? Der sollte dich baden. Im Idealfall, bis du komplett sauber bist. So ist gut. Jetzt kannst du aufhören. So, und jetzt kann das Kind auch wieder schlafen gehen. Wann wird das Kind denn älter? Oh, so lange noch, krass. Ja gut, aber wir müssen ja auch noch ein bisschen was schaffen, ne? Wann hast du Geburtstag? In 14 Tagen. In 6 Tagen. Ich weiß gar nicht, wie lange die dann tatsächlich klein oder Kinder sind. Warum läufst du so komisch? Aber wir haben die Lebenszeit, glaube ich, auf normal. Gameplay? Lebenszeit normal, ja. Ich finde es schade, dass man das nicht mehr selber einstellen kann, wie lang das ungefähr sein soll. So, du gehst ins Bett. Was ist mit dir? Du bist auch im Bett. Ja, perfekt. Alle schlafen. Rappertag war erfolgreich. Schön.
Alle schlafen friedlich. Wir könnten das mal auf automatisch stellen. Besser. Oh, was da? Aus Flirten eingestellt. Das finde ich immer so dumm mit diesem ungleiche Freundschaftsbilanz. Ja, aber was heißt denn das jetzt? Hast du zu viele Freunde? Hast du zu wenig Freunde? Wo ist das Problem? So, warte mal. Freunde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind doch jetzt nicht so viele. Ist das jetzt, weil sie ein Kind gekriegt hat und mit ihrem Kind befreundet ist? Zählt das nicht mal als enger Zusammenhalt oder was? Gibt es eine optimale Anzahl von Freundschaften? Zu wenige ist schlecht, zu viele ist auch schlecht. Die Sache läuft langsam aus dem Ruder. Aden muss herausfinden, wen sie im Leben braucht und wen nicht. Ja, aber wer ist jetzt zu viel und wer ist zu wenig, ist die Frage. So, ihre Brüder waren ja schon immer ihre Freundin. Gut, die Tiere kamen dazu, er. Ist es jetzt, weil das Kind dazu kam oder was? Ist es jetzt einer zu viel? Ja, geh mal ein bisschen Yoga machen. Ändert sich die Anzahl halt? Oh. Ich habe die Matte falsch rum platziert. Ja, huch. Was hat die Katze? Einfach Hunger? Ja, okay. Katze hat Hunger. Süß. Ja, du bist immer noch angespannt. Okay, irgendwie. Hier gibt es nicht so ein Lebensstil-Coaching, das nervt mich nämlich. Ich glaube, das ist dann bei Dienstleistung, sondern was mit dem Kind? Ach, Hunger. Ja, das kriegen wir hin. Du gehst jetzt erstmal auf Toilette, Kind. So. Währenddessen holen wir dir was zu essen raus. Da. Portion Sushi. Hey, böser Hund. Das ist nicht für dich. So, das gibt jetzt Ärger. Das war für das Kind das Essen. Da. Nee. Du kriegst Ärger, Hund. Fick dich. Du hast dem Kind das Essen weggegessen. Kannst du bitte den Hund jetzt ausschimpfen? Der hat das verdient. Na ja, gut, das Kind isst jetzt den Rest. Du gehst jetzt den Hund ausschimpfen, so. Warum stinkst du wie sonst was? Bist du satt? Ja, geht so. Der Hund hat dir ja die Hälfte weggefressen. Jetzt muss er auch noch scheißen, oder was? Geh raus. Zur Arbeit gehen? Nee, wir arbeiten nicht von zu Hause. Gar keine Lust. Also normal ja, aber nicht in Sims. Dann muss ich mich um die kümmern. Im echten Leben ja. Aber nicht in Sims. So, was könnte. Moment, wie sieht's aus mit den Fähigkeiten, die das Kind hat? Bewegung läuft, Kommunikation eher nicht so, denken auch nicht so seine Stärke. Okay. Apollo. Du solltest denken lernen. Wir haben Rechnung bekommen. Postbote. Okay. Tja, jetzt ist sie auch in die Scheiße getreten, die Frau. Und warum ist der Haufen nicht weg? Doch. Hör mal, du sollst die Rechnung bezahlen. Mein Freund. Geht doch. Ja, komm, wir verkaufen das mal. Zack. Können wir auch nochmal was Neues malen. Wie sieht's bei dir aus? Du musst irgendwelche Sachen erledigen wahrscheinlich, ne? Da ist eins. Behalte das doch einfach mal im Inventar. Ja, furchtbar.
Was hat das Kind? Warum bist du schon wieder müde? Du hast ja gerade eben noch geschlafen. Hör auf, deinen Vater voll zu brabbeln. Ach so, das ist nur Zusatzbrabbeln. Ja, okay, brabbeln ist okay. Lernst du sprechen. Mach. Kann man parallel noch brabbeln? Komm, wir brabbeln parallel. Ja, okay, das geht scheinbar. Ich weiß, Kind, du bist müde. Hunger hast du auch, weil der Hund dir dein Essen weggegessen hat. Schwieriges Ding so. Hör mal auf damit und nimm dir was zu essen. Nee, Hund, du gehst da jetzt nicht dran. Umweltgeräte, bla bla bla. Ich glaube, du kannst auch ein komplett leeres Grundstück haben und die beschweren sich darüber, dass dein Grundstück nicht umweltgerecht ist. So. Jetzt schlafen gehen. Perfekt. So, er braucht Spaß. Ja, kannst ja ein bisschen trainieren. Okay, ihr habt das Kind wach ge... Jetzt reicht's. So, über Bellen belehren, über Aufwecken belehren. Alle beide. Aha. Das Kleinkind wird nicht wachgebellt. Nee. Alter, Kind, du sollst schlafen gehen. Rein da jetzt. Die machen heute... Sag mal. Genau. Geh in den Flur, um ohnmächtig zu werden, anstatt in dein Bett zu gehen, wo du direkt neben... Ich wünschte, jetzt wird einfach ein Blitz in das Kind einschlagen. Also manchmal nerven mich die Sims schon ziemlich hart an. So, wo ist das Problem? Du... Bobby, guck dir das bitte an. Ich muss jemanden, der das... Das Kind stand hier und ist übel müde. Ich habe gesagt, geh ins Bett. Aber es hatte so eine automatische Funktion. Dieses... Du kennst es ja, wenn Sims ohnmächtig werden. Das kannst du nicht wegklicken. Das Kind stand hier neben seinem Bett. Hier ist jede Menge Platz. Es ist hier hingegangen, um ohnmächtig zu werden. Anstatt ins Bett zu gehen. Stabil. So, an dem Punkt habe ich auch gesagt, ich wünsche, jetzt wird einfach ein Blitz in dich einschlagen. So. Es wäre einfach verdient in dem Moment. So, es gibt keine Erben, es endet. Ja, hör auf zu weinen, geh doch einfach ins Bett. Nee, jetzt darfst du auch nicht ins Bett, du gehst jetzt erstmal auf Klo. Kannst mich mal, du machst dir jetzt gleich nie in die Windel, nur weil du zu doof zum Scheißen bist. Setz dich hin, geht doch. Ja, du bist müde, komm vor. Wie wär's, wenn du einfach in deinem Bett schlafen gehst? Das ist auch so ein Ding, die kriegen es nicht hin, den Müll wegzubringen. Ich glaube, weil ich den so blöd in der Ecke platziert habe. Aber ich sehe es nicht ein, den woanders hinzustellen. Ich könnte den da hinpacken, ne? Ja, komm. Stellen wir den Müll mal woanders hin. So. Vielleicht bringen sie dann den Müll auch weg. Ist ja nicht so, als hätten wir irgendwie zwei Mülleimer. Wir haben keinen zwei Mülleimer. Cool, cool. Warum? Ich glaube, wir brauchen eh keinen Draußenmüll, einmal, wenn wir diesen krassen hier haben. Warum bin ich hier? Hm. So. So, hör auf zu ruckeln. Ich habe irgendwie das Gefühl, es hat sich teilweise die Einstellung wieder zurückgesetzt. Ich muss das nochmal überprüfen. Weil manchmal ist das nach irgendwelchen Updates, stellt sich die Einstellung zurück, wo ich mir denke, warum macht dies nicht? So, ich muss jetzt mal was rausfinden. Wie kann ich diese Lebensdingens weg...
machen. Das nervt mich, dass du jetzt 50 Tage lang genervt bist, weil du irgendwie doch mehr Freunde hast, als du nicht willst. So. Da. Geh zum Lebensstil-Coaching. Mir geht es auf den Sack, dass du jetzt 5 Tage schlecht gelaunt bist, nur weil du jetzt mit deinem Kind befreundet bist. So. Irgendwas stimmt doch mit euch nicht. Nee, du gehst auch weg. So, du hast 3 Freunde. Hast jetzt mal einen dazugekriegt. Ich werde den nicht entfreunden. Da, weg damit. Jetzt bist du trotzdem noch genervt, aber das ist ein anderer Grund. Das ist nicht mein Problem. Ich geh ein Spiel spielen. Top, jetzt wieder gut drauf. Ich müsste das mit dem Lebensstil-Coaching öfter mal nehmen. Es gibt so ein paar, die sind dann Workaholic und dann ist so, ja, geh mal nicht so viel arbeiten. Aber ich will. Nein. Auf damit. Was will er? Okay. So, Reste nehmen. Was mit ihm? Füll mal den Napf. Okay, du bist müde, aber du musst auch irgendwie so Mikrochips herstellen, habe ich gehört. Muss ich gleich mal gucken. Reparier mal. Hier, was da? Computerchip herstellen. Ist doch erstmal auf, bevor du damit anfängst. Ja. Dass ihr immer so gehetzt seid, nur weil ihr irgendwas in dieser Schleife habt. Nee, du gehst jetzt nicht schlafen. Du bist so ein Trottel. Fortsetzen. Hör mal auf, so verbuggt zu sein, Sims. Nur weil wieder irgendein Update kam. So, ich lieb's. Wir haben ein paar Bugs behoben. Aber dafür 50 neue. Verletzt, müde. Ja, komm vor. Miezkatze. Mag Robotik nicht. Nee. Du hast halt einfach nur Pech gehabt in deinem Leben. Deswegen magst du es gerade nicht. So, schlafen gehen. Also, was, ihr habt euch lange nicht mehr überhaupt angesehen. Ihr hattet auch immer noch keine Hochzeitsreise. Aber ich glaube, ihr könnt dann demnächst einfach in Rentenreise gehen, weil er ist ja immer noch nicht mit seinem Studium fertig. Ich weiß gar nicht, wie lange geht das Semester noch? 2 Tage ist das Semester noch lang. Und, also das heißt, ich weiß nicht, ob das noch mitzählt, das hier. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5 Tage arbeitet er, während er erwachsen ist. Danach wird er schon Senior. Eigentlich schon fast Zeit fürs Rentenalter. Er ist einfach so komplett Langzeitstudent. Ich finde, teilweise müssten die Semester hier drin einfach kürzer sein. Weil das sonst niemals irgendwie sinnvoll passt. Der Doku-Code. Oh nein, er ist beschämt wegen schlechter Leistung. Ja, ihr habt auch nicht lange, mein Freund. Muss dich nicht schämen. Vielleicht nimmst du auch irgendwie Steroide, so wie du aussiehst. Heute bin ich irgendwie gemein zu meinen Sims. Aber es liegt auch daran, dass sie nicht das tun, was sie sollen. Da haben sie das verdient. Ich glaube, er muss auch immer noch, oder? Muss er Hausarbeit schreiben? Da muss er zur Prüfung, okay. Was mit dem Kind? Kann das mal wach werden? Nö.
Irgendwie habe ich das Gefühl, das schläft schon den ganzen Nachmittag durch und jetzt die ganze Nacht. Schlaf mal noch ein bisschen. Perfekt. So, dann gehst du jetzt auf Toilette. Und ich stell dir was zu essen hin. Okay. Keine Ahnung, warum da wieder ein einzelner Teller ist, aber ist okay. Ich weiß, du hast Hunger. Geh erst auf Klo. Wenn der Hund das jetzt futtert, ne? Okay. Du gehst jetzt nicht den Hund streicheln, du gehst dein Essen essen. Da ist ein Sessel. Hier ist ein Bett, wo du essen kannst. Du kannst dich auf den Boden setzen, essen. Nein. Gehst nach draußen auf die Parkbank, um zu essen. Was? Ich hinterfrag das einfach nicht mehr. Ist okay. Okay, wir haben gleich Abschlussprüfung. Ich wollte gerade sagen, schnapp dir mal Reste zu essen. So, was muss das Kind lernen? Bewegung ist am Start. Denken könnte immer noch ein bisschen verbessert werden. Okay, warum isst du das Essen nicht? Genau. Ich wollte gerade sagen, warum isst du es denn nicht? Okay, es ist eine Prüfung. Wo hat das Kind eigentlich, achso, glaube ich, auf den Tisch gestellt. So. Okay, stell es halt einfach irgendwo auf die Möbel, anstatt es in den Müll zu werfen. Ist okay. Okay, Töpfchenfähigkeit muss ja nur auf Stufe 3 kommen. Kommunikation läuft nicht so. Warum kannst du... Aber hier ist doch Sand. Normal können die doch im Schnee spielen. Es liegt kein Schnee. Das heißt, im Winter kann man hier nichts... Okay. Geh mal rutschen. Ach so, ja, jetzt war es gerade am Brabbeln. Egal. Watschel, watschel, watschel. Fantasie läuft auf jeden Fall. Da müssen wir uns nicht drum kümmern. Klettern. Was ist hier? Meinen neuen Instagram-Meme sehen. Ich find's total witzig. Was meinst du? LOL. Stark. Kind hat Spaß wegen der Rutsche. Rutschen. Frage ist, rutscht es... Nee. Wenn man klettern sagt, dann klettert es hoch, wieder runter. Wenn man dann rutschen möchte, klettert es wieder runter und wieder rauf. Okay, cool. Okay, das Kind freut sich. Es muss mal irgendwie sprechen lernen. Und wieso ist es schon wieder müde? Es hat nicht viel gemacht. Hör auf, müde zu sein. Okay, wie viele Tage haben wir noch? Heute? Nein, sagen wir mal 1, 2, 3, 4 und dann ist eigentlich schon fast vorbei, weil da altern die immer super schnell. Das mit der Toilette kriegen wir hin. Denken dauert immer ewig. Muss man gezielt machen. Fantasie geht eigentlich voll klar. Das passiert automatisch irgendwie. Aber Kommunikation scheint bei dem Kind nicht zu laufen. Niemand redet mit dem Kind. Das ist irgendwie ungut. Oh. Redet der Papa mit dem Kind? Nein. Wir müssen doch irgendwie gucken, dass Apollo eine gute Kindheit hat. Gute Nachtgeschichte. Ja, komm.
Lies mir mal eine gute Nachtgeschichte, dann geht mein Fantasieding auch runter. Was ist hier passiert? Egal, da kümmern wir uns drum, nachdem das Kind im Bett ist. Und das ist eine Aufgabe für die Zukunftsfolge. Okay, kann irgendjemand bitte dem Kind jetzt... Doch, sieh dies ihm vor, okay. Passiert das jetzt auch? Ah, ne. Ja, lies deinem Kind halt nicht vor, wenn es dich drum bittet. Kein Ding. Irgendwie sind die heute seltsam drauf. Naja. In der nächsten Folge werden die wahrscheinlich immer noch ein bisschen weird sein. Ich muss auf jeden Fall mal gucken, irgendwie, ob das jetzt am Update lag, dass manches ein bisschen komisch ist oder ob ich nochmal in den Einstellungen gucken muss. Aber ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und lasst doch gerne ein Like, Abo, was auch immer da. Vielleicht auch einen Kommentar. Irgendwie sowas. Tschüss.